Wunderschönen guten Morgen. Ich hatte ja gestern das Foto hochgeladen, dass ich als nächstes den Bibelleseplan Read It AT und den Bibelleseplan Read It NT vorstelle und deswegen kommt auch jetzt gleich das Video. Es gibt hier bei uns ja massig Bibellesepläne. Wir haben Apps, die uns da durchleiten durch das Kirchenjahr, Apps, die uns mit Bibelleseplänen zu bestimmten kirchlichen Festen durchleiten, zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, zu Erntedank, zu so vielen Bibelleseplänen gibt es immer wieder auch irgendwelche Ereignisse. Ich habe so meine Probleme mit manchen Bibelleseplänen, wenn es darum geht, hier ein bisschen aus dem NT lesen, dann hier ein bisschen aus dem AT, hier dann jetzt auch gleich ein Psalm und am Ende noch ein Stück von einem Brief. Da habe ich mein Problem mit. Es ist auch für Anfänger, kriege ich häufiger mal die Frage, womit muss ich denn anfangen oder womit kann ich denn anfangen? Und die Antwort ist gar nicht so einfach. Da hat jeder so seine eigenen Herangehensweise, wie man mit der Bibel bei der Erstbegegnung anfängt. Einige meinen, fang mit Johannes an, fang mit Lukas an oder Matthäus oder beginn von vorne nach hinten oder lese sie in der chronologischen Reihenfolge, wie die Bücher entstanden sind oder lese sie in der chronologischen Reihenfolge, wie die Geschichten aufeinander aufbauen oder, oder. Da gibt es so viele Antworten, da gibt es wahrscheinlich nicht wirklich die eine richtige. Dieser Bibelleseplan, den wir jetzt hier uns gleich angucken, springt nicht hin und her. Da finde ich das schon mal sehr spannend. Er geht wirklich von vorne bis hinten, allerdings in der Chronologie, wie die Bücher entstanden sind. Muss man wissen, steht aber auch vorne dran und da können wir gleich mal reingucken. Was ihr hierzu braucht, zu diesen Bibelleseplänen, ist eine Bibel. Die ist hier nicht enthalten, das ist allein ein Bibelleseplan. Das heißt, ihr besorgt euch noch dazu eine Bibel, die ihr unbedingt dazu lesen möchtet. Ob sie nun kommunikativ ist, wortgetreu oder etwas dazwischen, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Wir haben hier ja so viele Videos schon hochgeladen. Da könnt ihr euch auch mal umgucken, was ihr gerne möchtet. Es gibt auch so viele andere YouTuber, die Bibel empfehlen. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr noch nicht eure habt. Wichtig, ihr braucht hierfür eine. Es geht auch natürlich als App. Da gibt es auch wieder eine ganze Reihe an Bibellese-Apps mit verschiedensten Übersetzungen. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dieser. Ihr braucht Stifte. Ihr braucht auf jeden Fall Stifte. Ich habe immer meine Packung immer dabei mit den Markern. Allerdings die Marker, die ich mag, die gibt es gar nicht in Deutschland. Das sind immer leider Importe. Mal gucken hier. Ich werde immer wieder nachgefragt, welche ich denn nehme. Ich nehme diese. Die gibt es nicht hier bei uns. Deswegen muss ich die immer importieren. Zum Bibellesen, Schreiben nehme ich gerne ein 005er. Alle anderen sind mir zu dick. 005 passt super bei einer Bibel. Bei einer Schreibrandbibel daran und dann gucken wir jetzt mal rein. Ich hatte mir auch jetzt diesmal gleich das Lineal zuerst hingelegt, weil das werde ich ganz oft immer in diesen Videos suchen. 21,5 ist das AT, 15 breit und 15 genauso breit das andere und 21 in der Höhe. Der Bibelleseplan fürs AT ist dicker als für das NT, das wird uns aber auch nicht überraschen, denn das AT ist ja auch sehr viel größer als das NT. Es ist weiche Pappe. Das ist völlig in Ordnung, wenn ihr einen Mauzen hört. Das ist eines meiner Katzen. Das ist ein Pappeinband, aber gut verarbeitet. Also, das ist die fünfte Auflage 2023. Regatio Stiftung GmbH. G GmbH. Also, hier sehen wir es auch schon. Die biblischen Bücher sind in Read It in chronologischer Reihenfolge nach dem Ablauf der Geschichte und der Entstehung der biblischen Bücher sortiert. Das bedeutet 1. Mose, dann Hiob, dann 1. Mose 25, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Hohelied, Könige, Sprüche, Könige, Prediger, Könige, 2. Könige, Obadja, 2. Könige, Joel, 2. Könige, Jona, Amos.
Okay. Nicht schlecht. Ist eine Sache, muss man wissen. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen, ne? Nur so nebenbei. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen. Es endet mit Chronik. Die Reihenfolge der biblischen Bücher nach dem Ablauf der Geschichte und der Entstehung hatte ich auch mal in einem Video. Ich glaube, das war in dem Video Studienbibel mit der biblischen Prophetie. Da hatte ich mal so ein Foto gezeigt. Findet ihr aber auch im Netz, wie man die Bücher lesen müsste, wenn man sie in der chronologischen Abfolge lesen würde. Und dann geht's auch schon los und dann sehen wir es schon. Es ist ein kariertes, eine karierte Seite rechts. Links habt ihr die biblischen Stellen, die zu lesen wären. 1. Mose 1, 1. Mose 2, 3, 4. Hinten ist es aber nochmal etwas genauer aufgeführt. Und dann bekommt ihr immer, immer und immer drei Fragen. Die helfen euch sehr. Die helfen euch wirklich sehr, den Gedanken und den Inhalt des Textes einfach nochmal wiederzugeben. Macht euch dann dazu eine Notiz. Ich habe deswegen extra auch wieder diesen kleinen Stift hier rausgelegt, weil die Kästchen wirklich klein sind. Aber das ist auch in Ordnung, weil ihr müsst mitunter eine ganze Menge schreiben. Und wenn ihr so beim Schreiben seid und auch beim Erfassen des Textes, denkt immer daran, KK, ja, Kontext ist King. Versucht es in eurem Kontext, im Kontext der biblischen Geschichte zu erfassen und niederzuschreiben. Es ist ein einziges Lesebändchen dabei. Ein einziges Lesebändchen, das ist das hier. Das liegt daran, weil man davon ausgeht, dass ihr nicht bei mehreren Stellen gleichzeitig seid, ne? Sondern dass ihr euch von vorne bis hinten durcharbeitet und dann einfach dort das Lesebändchen drin lasst. Alternativ geht auch immer wieder ein Lesezeichen. Ich habe das jetzt hier gerade reingesteckt. Meine Frau hatte einige Lesezeichen hiervon bestellt. Ich hatte einfach eins mal reingemacht. Einfach bei Zweite Könige. Zweite Könige. Warum Zweite Könige? Ach so, das war das mit Jesaja. Zum Beispiel bei Zweite Könige würde die Frage lauten: Wie läuft die Kommunikation zwischen König Hiskia und Gott? Wie und was redet Gott zu Hiskia? Wie antwortet Hiskia? Allein diese kurze drei Fragen zu diesem Vers haben es eigentlich ein bisschen in sich. Es ist jetzt keine theologisch hochtrabende Frage, sondern einfach nur den Text reflektieren. Was habt ihr gerade gelesen? Wie läuft die Kommunikation zwischen Hiskia und Gott? Nun, wenn wir uns die Stelle angucken, ist es so, Gott sendet den Propheten Jesaja zu Hiskia. Das passt jetzt wieder dann als Rückbezug dann zu dem Prophetenbuch Jesaja, um ihm dann auch mitzuteilen, dass er seine Angelegenheiten ordnen soll. Denn er wird sterben und nicht mehr leben. Ne? Das ist gleich schon im Vers 1 drinne. Das ist die Info. Die Reaktion dann von Hiskia würde man dann dazu schreiben. Die Reaktion ist, Hiskia betet. Er kriegt die Information von Jesaja und seine erste Reaktion ist, er betet zu Gott und erinnert ihn an seine Treue. Gott hört Hiskias Gebet, sieht seine Tränen und sendet Gott Jesaja zurück zu Hiskia, um ihm mitzuteilen, gut, er kriegt nochmal 15 Jahre. Das kannst du hier hinschreiben, das passt locker auch dazu und dazu dann die anderen Texte. Ist eine schöne Sache, um bei der Bibel dran zu bleiben. Kannst du auch mit einer Schreibrandbibel natürlich machen, aber du hast dann nicht die unterstützenden Fragen dazu. Diese Fragen helfen dir wirklich, einfach nochmal kurz zu rekapitulieren, was habe ich da gerade gelesen? Wie kommuniziert Gott mit uns? Das Readit NT ist natürlich identisch aufgebaut. Hier haben wir nochmal die Reihenfolge nach der Chronologie. Jakobus, Galater, Matthäus, Markus, Thessalonica und so weiter und so weiter und so weiter. Und nach Bibelbüchern wäre es in dieser Reihenfolge, aber so ist es hier nicht abgedruckt. Diese zweite Spalte ist hier bei Readit NT einfach nur der Information wegen. Genauso identisch haben wir dann noch hier
rechts den karierten Einband, die Notizseite, links dann Apostelgeschichte 28, 17 bis 31, wäre die Frage. Das ist recht einfach. Was will Paulus den Juden in Rom unbedingt mitteilen, um klarzustellen, dass er nichts gegen sein Volk hat? Das sind nur drei Verse und das kriegt man auch relativ schnell zusammen. Denn Paulus erklärt, dass er nichts getan hat, was sein Volk oder die Bräuche gegen seine Vorfahren verstößt. Ja, das ist da recht schnell zu ermitteln. Es sind nur drei Verse und das kannst du dir dann einfach dazu hinschreiben. Wir können auch nochmal alternativ, was haben wir noch? Einfach mal nur so, weil wir sind, wie wir sind. Philippa. Philippa ist auch ein schöner Passus. Philippa 2, 1 bis 11. Welches Verhalten wünscht sich Paulus von den Christen in Philippi, womit sie ihm eine Freude machen können? Ne? Das ist Verzeihung. Einheit und Demut. Ne? Paulus ermutigt die Gläubigen, in Demut und Eintracht miteinander umzugehen, indem sie andere höher als sich selbst achten. Passt hin, kann man reinschreiben. Philippa ist ein gutes, leicht verständliches Buch. Die Bibellesepläne Read It AT, Read It NT sind zwei Schätze bei den Bibelleseplänen, die wir haben. Abseits der digitalen Medien, wir haben ja hier so viele Bibellesepläne, aber das sind welche, wo du dir auch gleich Notizen machen kannst. Klar kannst du das auch in einer Notizbibel machen, in einer Schreibrandbibel, aber da fehlen dir Fragen als Rückbezug. Okay, auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung. Mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.